So, Leute. Wie ihr schon gesehen habt, Schwierigkeitsgrad ist jetzt auf leicht gestellt. Und ich starte jetzt hier. Audioeinstellungen und so müsste jetzt alles eigentlich klappen. Und der Grund, weshalb ich neu angefangen habe, ist der, weil mir von Freunden, die das Spiel auch spielen, empfohlen wurde, unbedingt einen anderen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Weil zum Beispiel der Schlag hätte mich jetzt bei normal schon getroffen. Und es soll noch so Stellen kommen, die extrem schwer sind im Spiel. Zumindest laut meinen Freunden. Ja, deshalb habe ich jetzt nochmal von vorne angefangen, tut mir leid. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch diese Videos anguckt, wollt ihr ja wahrscheinlich auch sehen, wie man durchkommt, ne? Und nicht zehnmal an irgendwelchen Stellen hängen bleibt. So. Ja. So viel zu meiner Rechtfertigung. Und mir ist aufgefallen, das meinte auch mein kleiner Bruder, der sieht so ein bisschen aus wie Nightmare Fredbear, auch diese Art, wie er sich bewegt. Aus Fragments of Race, falls ihr das kennt. Müsstet ihr eigentlich kennen. Nein! Charlotte. Tut mir leid. Ja. Frage ist, warum hat Next nichts gemacht, um ihn zu um das aufzuhalten? Und, Victor, bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nag mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nag muss unbedingt mit auf die Expedition. Ich frag mich, was Charlotte wohl von Nag erhalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc. Gehen wir. Schneller, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Doc. Danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder. Es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne. Nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team. Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen! Also, Nag, möge das Abenteuer beginnen. Kann losgehen. Tja, meine Liebe, wünsche uns Glück. Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig, mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an.
Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Neck. So. Jetzt bin ich auch wieder da. Sei auf der Hut, Neck. Diese Wälder sind voller gefährlicher Kreaturen. Oh ja, das wissen wir. Voller gefährlicher Pokémon. Hopp. So, wir müssen die Pokémon hier schlagen. Hier die kleinen WhatsApp hießen die, ne? Au. Die Turbodreher einsetzen. Oh, oder hier Explosion. Hi. Ja, ja. Da, ein altes Bauwerk mit Relikten darin. Käfer, und da. Ja, schön. Au. Setzt er einfach Windstoß auf uns ein. Geht ja mal gar nicht. Dass es hier Kobolde gibt. Sei vorsichtig. Ja, sei vorsichtig. Weg mit dir, Scheißvogel. Batz, Alter. Schön. Triggern, wegspringen. Kann man hier hoch? Schade, sieht so aus. So. So. Ja, wie gesagt, ich muss mich nochmal für die Qualität der letzten beiden Neck-Videos entschuldigen. Ich bin ständig dabei, mich zu entschuldigen, aber die Qualität von Neck war jetzt wirklich nicht die beste der Videos. Schon gar nicht der ersten Folge. Die erste Folge war ja schrecklich. Und ich denke, die hat auch viele von euch abgeschreckt, was echt schade ist, weil naja, ich geb mir Mühe und dann, ne? Weil es dann schief geht, gehen viele Leute weg. Ich verspreche natürlich Besserung. Oh, und da die. Ui, ja, Bogenschütze. Bam. Ich will jetzt ausweichen. Oh, Patz, weg ist er. Eigentlich ist der Wald ganz schön, finde ich, ne? Boom. Geil, Mann. Und weg.
Bam. Bam. Und Bart. Alter, schön. Richtig schön. So. Au. Was man auch nicht vergessen darf, ich bin kein professioneller Aufnehmer oder sowas. Also ich nehme es jetzt nicht professionell auf. Ich bin kein professioneller YouTuber. Au. Ich habe halt erst vor ein paar Tagen angefangen. Habe ja nicht mal richtiges Equipment, sondern nehme einfach hier von der PlayStation auf. Tja. Wer hat nur so ein kleiner Hobby-YouTuber? Bam. Also seid bitte nicht ganz so grob, was die Bewertung angeht. Und ja, wir werden langsam, ne? Wir werden langsam größer. Doktor, ich habe einen Weg in die Mine gefunden. Sehr gut, Nick. Warte, ich bin gleich da. Die Mine. Die alte Klippenmine. Diese Tunnel wurden vor 100 Jahren gegraben, auf der Suche nach Relikten. Aha. Ups. Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle einfach mal die Folge. Jetzt habe ich auch wieder schön ein paar Kristalle verschwendet. Das finde ich relativ doof. Okay, wie gesagt, beende ich hier die Folge und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.